Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ich muss wieder ablehnen, der Name ist so lang. Globetrail VW Performance 600DR. Das ist das Fahrzeug, was wir euch jetzt vorstellen wollen. Und den haben wir uns schon mal angeschaut, weil wir mal einfach Interesse hatten an diesem Fahrzeug. Genau, weil wir haben nachher eine Alternative gesucht auf VW-Basis. Davon gibt es nicht so viele. Detlefs hat einen und den schaust du dir wann an? Jetzt nach dem Intro. Detlefs, Globetrail, Performance, cool. Von außen, indirektes Licht. Ich finde ja Style immer cool, ne? Das ist ja irgendwie immer herrlich. Jo, gehen wir mal rein. VW, bekanntes Cockpit. Cockpit, genau. Ja, okay. Es geht schon wieder los, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben hier Detlefs die Steuerung hier vorne gleich in dem Bereich. Der ist übrigens sehr smart. Ja, leider kann man das nicht so gut erkennen. Ich weiß nicht, ob ich näher ran. Nein, auch nicht. Der ist smart. Ihr könnt den über App und so weiter steuern, auch über die Ferne. Und auch den bekannten VW, den gibt es auch dementsprechend, dass man das da steuern kann. Jo, Busch, das heißt, wir haben hier die Klappen hier oben, die Fenster sozusagen. Da geht das indirekte Licht nochmal durch. Das heißt, ihr habt sozusagen indirekt auch eine Schrankbeleuchtung. Da drüber ist Beleuchtung. Dieses hier ist übrigens sowas wie ein Vlies. Es ist jetzt nicht so wie im Malibu oder sowas so hochwertig, finde ich persönlich, fühlt es sich nicht an, aber es ist okay, alles gut. Dann sollten wir mal hier vorne gucken. Wir haben hier hinten in dem Fall ein Safe drin. Da kann man also ein Safe einbauen. Das ist natürlich Zubehör, kostet extra. Schuhfach, sonst hättet ihr auch ein normales Schuhfach dort. Das ist also auch, würde sonst auch gehen. Hier drunter waren nur noch so ein bisschen Staumöglichkeiten. Ansonsten ist dort die Heizung natürlich verbaut, dort hinten drin. Genau. Wir haben hier vorne im Bereich haben wir gleich einen Kühlschrank. Und zwar ist das einer zum Ausziehen. Das ist so ein bisschen VW Grand California-like, muss ich sagen. Das Ganze hat der auch, nur dass dieser hier größer ist. Der hat nämlich 83 Liter und der Grand California ist, glaube ich, kleiner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben Raumbad. Eine bodenebene Dusche, also wir haben hier keine Stufe drin. Da sind nur so kleine Lamellen drin, die man halt hier rausnehmen kann, damit das theoretisch ein bisschen besser abfließen kann. Hier ist nämlich auch der Abfluss, aber es läuft auch so ab. Also hier hinten ist Ablaufmöglichkeiten schon drin. Lamellentür logischerweise dadurch. Und das ist das Bad. Toilette. Ein Waschbecken zum Runterklappen. Dann läuft das hinten in die Rinne rein und kann dann ablaufen. Zur linken Seite Ablagemöglichkeiten und auch hier drunter, ich glaube, das war schiebbar oder so. Ach, ich kann es mir auch gerade gar nicht so richtig merken. Egal, ich glaube, dahinter verbirgt sich auf jeden Fall noch Staumöglichkeiten. Dusche wird hier eingehängt und sonst müssen wir noch mal hier gucken. Den Wasserhahn, den werden wir mal an der Seite packen, dass wir auch das Waschbecken aufmachen können. Und hier haben wir noch Gaskocher, zwei Stück. Ich finde das gut, hier haben sie ein richtiges Gitter drin, da kannst du die Töpfe vernünftig abstellen. Hier hinten in die Ecke, glaube ich, wird ein kleiner Topf nur passen. Das ist so gedacht, natürlich kein riesiger Topf. So, dann müssen wir hier vorne nochmal schauen. Schubladen. Und nochmal Schubladen. Ja, sie sind teilweise nicht so tief, weil das Problem ist auch, dass halt hier der Kühlschrank ist. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Dann haben wir hier noch so eine Art Trittstufe, die klappt sich aus. Da muss man alles an der Seite haben und dann kann man mit dieser Trittstufe ins Bett gehen hinten. So, ansonsten geht das Ganze auch noch an die Seite. Da gibt es hier an der Seite so einen Mechanismus, hätte ich beinahe gesagt. Ich kriege nur wieder nicht geschissen. So, jetzt. Und dann kann man das Ganze auch an die Seite schieben und man kommt in die Heckgarage rein. In die Heckgarage, das gucken wir uns nochmal an, weil das hat uns nämlich
so ein bisschen gestört bei dem Fahrzeug, dass wir nicht so viel Staumöglichkeiten haben. Aber hier haben sie anscheinend was geschaffen, was uns noch mal so ein bisschen interessiert. Tellerfeder übrigens. Und sonst müssen wir natürlich hinten noch mal gucken. Alles mit Push-Locks. Hier hinten haben wir schon recht große Staufächer. Auch hinten drunter noch mal. Die sind halt, ich sag mal, lang. Ne? Also bei uns sind sie tief und nicht so lang, aber hier sind sie sehr lang gehalten. Nochmal Ablagemöglichkeiten, links sowie rechts. Und in der Ecke gibt es einen Kleiderhaken, ob man das nun im Bett braucht oder nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist halt so. USB-Dose dort, USB-C und USB-A und da auch noch. Also das heißt, hinten im Bett schon gleich zwei Stück Handtuchhalter hier. Ja, dann gucken wir nochmal von außen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise in die Heckgarage. Heckgarage, so. Cool, erstmal Mückenschutzgitter. Ja, auch Aufpreis, alles gut. Finde ich aber in Ordnung, aber es gibt die Möglichkeit. Und das ist das Schöne dabei. Das Ganze hier mit einem Reißverschlussverfahren, dass man auch vernünftig an die Schubladen und so weiter rankommt. Hier hinten haben wir eine Schublade und zwar ist das auch eine große Schublade. Die geht sehr lang, also da könnt ihr Kabel und so weiter gut verstauen. Dann haben wir da drunter das Gasfach. Den gibt es übrigens auch mit Dieselheizung. Zwei Gasflaschen passen rein, 11 Kilo. Aber wie gesagt, mit Dieselheizung gibt es den auch. Das haben wir uns angeguckt. Und hier hinten haben wir dann diese Möglichkeit, die Stühle und den Tisch hinzupacken. Finde ich übrigens richtig cool. In diesem Beck, das ist halt dann auch nochmal, wenn es irgendwie ein bisschen dreckig ist oder sowas, natürlich nochmal abgegrenzt. Das ist auch schön. Darunter könnte man natürlich noch so ein Ausschubsystem machen, sowas, was wir im Prinzip auch bei uns in unserem Malibu haben. Das heißt, unsere Roller würden dort tatsächlich auch so reinpassen. Und hier an der Seite haben wir noch ein Fach, wo man dann dementsprechend das Wasser ableiten kann. Und in den Seiten gibt es nochmal Fächer dort und auch dort kann man auch noch viele Sachen abstauen. Also ich würde sagen, hier könnte zum Beispiel auch ein Stromkabel reinpassen. So würde ich es zumindest sehen. Ansonsten Fenster hinten, zur Seite haben wir hier keine, weil wir hier diese Aufbauten haben. Das muss ich nochmal zeigen. Wir haben halt diese Hutzen. Aber der Wagen kommt halt hier mit so einem schön schicken, Deadlifts-typischen roten Streifen daher. Und das ist in dieser Hutze nochmal abgesetzt mit Carbon-Optik. Ist auf jeden Fall stylisch gemacht. Ich finde ihn sehr schick. Er hat mir damals schon sehr gefallen, als wir uns ihn schon einmal beim Händler angeschaut haben. Der Globetrail VW Performance 600DR haben wir uns mal beim Händler bei uns um die Ecke angeschaut. Weil ich hatte schon gesagt, aber... Genau, dann sagst du, also ich weiß, was du sagst. Ja, das weißt du ja nicht. Ich höre dir doch nicht zu. Nein, du machst ja auch Fotos. Nein, auf jeden Fall, was ich jetzt hier cool fand, was ich gerade gesehen habe, USB und USB-C. Auch das ist halt schon mal vorbereitet. Die meisten machen sowas ja noch nicht, immer nur USB. Hier oder sie Stück. Machen ganz viel USB-C, aber kein USB-A. Also das heißt, da hast du ja alte Systeme auch noch. Genau, man hat ja einiges. Also das ist gut, beides sind im Bett zweimal auf jeden Fall vorhanden. Genau. Wie das Raumbad, es ist nicht so meins, das muss ich dazu sagen. Aber es ist zumindest ebenerdig, das kriegen viele Hersteller nicht hin. Und das finde ich auch schon erwähnenswert. Definitiv. Wir haben ihn uns mal angeschaut für euch. Ist interessant, weil es ein VW ist. Das heißt, du hast dann relativ einfach, wenn du ein Problem hast, zu einer guten VW-Werkstatt, ist manchmal besser als zu einer Fiat-Charge. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, natürlich. Lieber nicht. Gut, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Das war mal wieder, schau mal rein. Wir haben reingeschaut. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt ihr uns jetzt gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.